Ja, du Lieben, ist der Michael von Weird Outdoors und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eine kleine Halterung für euer Moa Eldris bauen könnt. Also bleibt dran! Zeigen, wie ihr diese kleine fehlende Halterung, die bei dem normalen Moa Eldris fehlt, selber bauen könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein bisschen selbstklebendes Klett. Ja, auf geht's. Wie ihr sehen konntet, das ist super easy hergestellt, total schnell und wie gesagt mit dem selbstklebenden Klett geht das einwandfrei. Ich habe ja schon im Folgevideo vorher, wie schon gesagt, mich stört ein bisschen, dass die Halterung fehlt. Mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden dafür und finde die eigentlich auch ganz passend. Die wird jetzt die nächsten Wochen erstmal ausprobiert, ob das alles gut funktioniert oder ob man es doch besser vernäht. Das muss ich mir halt anschauen, das weiß ich noch nicht so richtig, aber viele Leute, die es interessiert, vielleicht hast du Bock, das nachzubauen und wenn du das gemacht hast, dann lass mir doch mal einen Kommentar oder zeig mir das einfach mal. Schick mir ein Foto, schick mir ein Video, irgendwas. Würde mich interessieren, ob es für dich auch funktioniert hat. Ich finde es genial, sitzt super secure drin. Geiles Teil, für wenig Geld. Schon hast du eine Halterung dafür gemacht. Wie das Stück Paracord hat fast jeder. Okay, das soll schon wieder gewesen sein von mir für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Für die, die es interessiert sind, unten in den Kommentaren natürlich wieder und in der Infobox, meine ich. Natürlich alle Informationen zu meinen sozialen Netzwerken und diversen externen Links. Guckt gerne mal rein, wenn ihr gerne wollt. Über Kommentare freue ich mich. Wie gesagt, über einen Daumen nach oben würde ich mich besonders freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich sage, passt auf, wenn ihr rausgeht. Macht's gut, bis dann. Euer Michael.